willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich bin immer noch auf den Donnerbengel und war ein aufregender Tag, kein Thema. Aber ihr habt es im Thumbnail schon gesehen, das Kollektiv hat auf jeden Fall super funktioniert hier, hat super zusammengehalten und vielen, vielen Dank auch für die viele Unterstützung von außen, die ja scheinbar irgendwas gekannt haben, irgendwas sich schon zusammenreimen konnten und so weiter. Also es gibt unendlich viele Posts, ich habe noch überhaupt noch gar keinen beantwortet. Das werde ich dann auch erst morgen machen. Also ihr werdet alle tolle Herzchen von mir bekommen und was auch immer. Unter Umständen werde ich aber auch nur einen Kommentar von mir nochmal oben reinpinnen und mich bei euch dafür bedanken, dass ihr so zahlreich zumindest Stimmen dazu abgegeben habt. Natürlich muss man auch fairerweise dazu sagen, bei dieser Übernahme, die wir gestern hatten, also die Folge verlinke ich euch nochmal da. Ich glaube, da oben ist immer die Info, die Infokarte. Und könnt ihr euch das da nochmal reinziehen, was da eigentlich passiert ist. Und natürlich war dort jemand kurzfristig einmal schwach, so muss man es auch ganz klar sagen, aber diesen kleinen Exploit hier auszunutzen, beziehungsweise diese kleine Lücke auszunutzen, ist eigentlich, finde ich, dann eher so ein bisschen die, ich nenne es mal nur so, die kleine Straftat. Denn Supercell weist immer wieder darauf hin, dass ihr eure Konten schützt, vor allen Dingen mit der Supercell-ID, und wenn ihr das nur mit dem Google-Account macht und dann auf so eine billige Masche reinfallt, dann seid ihr euren Account los, und wir sind leider unseren Leader-Account losgeworden. Aber mittlerweile haben wir, glaube ich, alle Stimmen zusammen und wir gucken einfach mal rein. Es wird noch Clash of Clans geben, keine Frage, Leute, heute. Also wir gucken einfach mal rein, denn zwei Clans haben sich eigentlich heute im Laufe des Tages aufgelöst. Das ist natürlich einmal auch der Clan Jack Daniels, aus dem einige dann jetzt heute auch ihre Stimmen hier im Clan abgegeben haben, die einfach damit nichts zu tun hatten. Es gibt ja immer Außenbeteiligte, die unter Umständen nicht beteiligt sind und plötzlich über ihren Clan irgendetwas lesen, hören und auch sehen. Und natürlich ist es leider unser Clan so disabled, aber mehr als 22 wären sie hier jetzt auch nicht. Und unser Psycho-Alex hier, der das Ganze, glaube ich, dann zu verantworten hat mit seinem super Tittenkumpel Colin. Hier, also es gibt ganz, ganz viele Alex. Ich hab sowieso jetzt alle IDs und eigentlich haben wir jetzt die ganze Sturmtruppe hier zusammen, um den ganzen Laden wegzubannen. Auch den King Colin hier und nein, ist kein Spieler von uns, ich kenne ihn nicht. Aber Bart Simpson ist wieder da, Homer Simpson ist auch da, also alle sind hier vertreten. Brad Pitt ist auch, denke ich mal, irgendwo so ein Kumpel. Ich habe heute ganz, ganz viele Stimmen gehört, ich habe viel gelesen. Und er schimpft sich das hier einfach Wiederaufbau, also er rückt natürlich den Account nicht rauf. Deswegen hoffen wir, dass diese zahlreichen Stimmen bei Supercell so ein bisschen in der Historie blicken lassen, dass dieser Clan nicht diesem Kollegen hier gehört, also diesem Kollegen hier, sondern dass der Clan hier ganz klar zum Clan The Disabled gehört und nicht zu irgendeinem hingefallenen Script-Kiddy oder Exploit-Ausnutzer oder was auch immer. Also in meinen Augen ist das ein Psycho. Ich habe auch eine Stimme gehabt, der hat gesagt, also wir sind natürlich unseren Clan-Streak hier los, keine Frage. Der hat gesagt, ja, der wollte schon immer einen Level 16 Clan haben und. Also, aber ich glaube, viel mehr wird es jetzt auch nicht, denn der Clan Jack Daniels ist auch derbe ausgedünnt und diese habe ich nicht gesagt, hat natürlich mir dann auch die Ehre erwiesen, hier oben was in seine Clan-Beschreibung drin zu haben. Das pinne ich euch jetzt mal eben ein. Was hat er da denn eigentlich geschrieben? Totogeiles Video, nur wenn man nicht genau alles weiß. Ich weiß mittlerweile genau alles. Sollte man seinen Mund halten, vielleicht solltest du mal was im realen Leben tun, anstatt mit deinem Rentneralter COC zu zocken. Liebe Grüße. Ja, vielen lieben Dank. Das ist natürlich super, super Werbung hier für meinen Kanal, muss ich dazu sagen. Vor allen Dingen ganz umsonst. Ne? Ganz umsonst. Fand ich natürlich sehr, sehr klasse. Und die Rechtschreibfehler könnt ihr alle behalten und schön in Großbuchstaben auch geschrieben. Aber der hat sich ja auch ausgedünnt und ich glaube, viel mehr oder weniger wären es nicht. Denn ich denke mal, dass der Psycho-Alex sich hier jetzt nicht noch mehr Leute auf seine Seite treibt. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber wir sind hier im Clan GG Andy und jeder hat ihm letztendlich auch, ja, wie soll man sagen, ich meine, wir können ihm jetzt nicht an die Wäsche und sagen, Mann, was hast du denn da für ein Mist gemacht? Ist einfach passiert, muss man auch so hinnehmen und wir hoffen jetzt das Beste. Es sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, weit über 300, 400 Mails, denke ich mal, an Supercell rausgegangen. Die können das auch in ihrer Historie, denke ich mal, so ein bisschen nachverfolgen.
Und ich meine, wenn sich 400 darauf melden und sagen, Leute, da stimmt was nicht, hier scammt einer rum ohne Ende und nutzt euer kleines Sicherheitsloch hier aus, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da doch noch irgendwas geht. Ich will einfach nur hoffen, dass die ganzen vielen Accounts, ich habe mir, glaube ich, alle Tags mittlerweile schon abgepinnt, sodass man sie auch nachvollziehen kann. Und habe die auch schon hochgeladen und auch hochgemeldet. Also das werden, ja, es hat sich ja gestern schon rauskristallisiert, dass wir es dort mit so etwas zu tun haben. Und aber ein bisschen Clash of Clans habe ich natürlich aus dem Clan Herausforderer für euch. Aber dort sind wir nämlich auch ein nettes Kollektiv natürlich. Ja, und das Kollektiv hier arbeitet gut zusammen. Also auch die Folge jetzt gestern von, die Folge gestern war ja keine Hater-Folge hier gegen den Clan. Nur weil wir hier mit 2 Sternen Abstand verloren haben, sondern eher, was wir hier eigentlich schon erreicht haben. Denn ich finde immer, man soll immer, meine Meinung, immer so ein bisschen das Positive, so ein bisschen eher sehen als das, was jetzt nicht so gut gelaufen ist. Denn positiv ist hier natürlich, dass wir super zusammenarbeiten, immer noch hier eine richtige Gemeinschaft geworden sind vor allen Dingen. Und dass es hier so gut mit diesem Clan bergauf geht. Ich meine, ein Lost, der gehört einfach auch mal da, auch irgendwo mal dazwischen. Da sind wir uns einig. Aber Fokamaster hat das hier mal ganz gut gemacht. Er nimmt immer einen Drachen mit in die Clanburg. Ich finde immer, Loons in der Clanburg sind ein bisschen sinnvoller. Obwohl der Max-Drache natürlich jetzt ja auch gut in dieser Base hier rasiert, keine Frage. Aber ich glaube, wir haben ihm jetzt auch beim zweiten Angriff geraten, nimm mal ein paar Loons mit, das ist vielleicht ein bisschen sinniger. Denn es ist auch schon wieder ein bisschen Lack, weil eigentlich gegen 2 Luftabwehren, die jetzt noch so weit außen sind, hier noch 3 Sterne zu reißen. Und warum nehmen wir eigentlich ein Gift mit, wenn wir da nicht nehmen, ne? Warum nehmen wir ein Gift mit, wenn wir da nicht nehmen? Also ruhig ein Doppelgift auf die Clanburg geworfen, hilft immer. Und besser 2 Gift als einen nicht genommen, sage ich immer. Denn hier die Luftfallen, die stören diese Drachen hier jetzt nicht wirklich. Also wenn du jetzt nur mit Loons angreifst, dann stören die sicherlich. Aber nur jetzt Luftfallen gegen die Drachen hier, das ist überhaupt kein Thema. Hat er gut gemacht hier. Also Rathaus 8 auf Rathaus 8. Ja, wir haben ein bisschen niedriger gestartet. Ich meine, hat er gut gemacht, hat er Lack gehabt, dass der Dicke hier nämlich jetzt noch den Rest vom Schützenfest hier macht. Und hat er, glaube ich, auch, ich habe es eben nur im Text gesehen, ich habe den Angriff noch nicht gesehen. Und deswegen, ja, hat er gut gemacht, der King. Hat uns hier noch ein bisschen den Arsch gerettet und wir sind eigentlich auch ganz gut drauf. Mit 45-15. Die nächsten Tage wird es auch wieder was aus den Clanspätzen mit Soße geben, gar keine Frage. Da haben wir ja auch etwas getan, so ist es ja auch da nicht. Und ich bereite mich schon so ein bisschen vor mit dem Avatar, wie das mit der Serie nächstes Jahr dann weitergeht. Ich bei euch. Und, das ist auch noch 8 auf 8 hier, okay. Ist das 8? Ja, ist 8. Nicht, dass ich mich da vertue, ist kein Rathaus 9er, der beziehungsweise die Todeskralle. Und da freue ich mich in jedem Fall schon drauf. Ich versuche das mal so ein bisschen besser von meiner Seite aus zu organisieren, sodass wir möglichst viel natürlich wieder von euch sehen. Und ich euch da auch als Clan, glaube ich, immer ganz gut in Szene setzen kann. Ist ja immer so ein bisschen Werbung für mich und für euch vor allen Dingen dann auch. Und wir sehen vor allen Dingen Clash of Clans, darum geht es mir eigentlich. Wir sehen aber viel Clash of Clans, gerade in den Clankriegen hier. Das macht ja Clash of Clans eigentlich aus, dass man hier die Clankriege spielt. Viele, ich meine, es gibt auch Spieler, die mögen das gar nicht. Die spielen gar keine Clankriege oder sie können es gar nicht. Zwinker, zwinker. Der Wiederaufbau im anderen Clan, ich denke mal, da wird nicht viel kommen. Da muss man sich jetzt nicht mit so viel gewonnenen Kriegen brüsten. Es wird nicht mehr werden, glaube ich, oder nicht viel, viel mehr werden. Und von daher sehen wir das auch mit einem kleinen und lachenden Weinauge, dieser Verlust des Clans. Ich muss noch mal drauf kommen. Und würden uns dort auch einfach einen neuen wieder aufbauen. Ich denke mal, auch da wieder eine Serie rausholen, ist gar nicht mal so schwer. Und wenn das Kollektiv hier gut arbeitet, dann sind wir in jedem Fall vor Ablauf des Jahres hier Clan Level 5 und dann kann das hier weitergehen. Der Clan wird heute im Laufe des Tages auch wieder öffnen. Ich habe den gestern einfach so ein bisschen, ich will nicht sagen sicherheitshalber zugemacht, aber ich wusste ja gar nicht, was da jetzt geht. Und der eine Account ist ja auf den anderen Account dann so ein bisschen abzuleiten und deswegen habe ich den Account zugemacht, aber letztendlich ist es einfach nur die Lehre, auf das zu hören, was der
was der Hersteller natürlich empfiehlt, nämlich sich mit der Supercell-ID zu verbinden und nicht unbedingt mit der, ich meine, klar, man kann sich natürlich beides, Supercell-ID und Google-Account, je nachdem, wie man da wechseln will, aber der sicherere Weg ist einfach die Supercell-ID und deswegen kann, ich bin ganz ehrlich, mir kann es nur dann passieren, wenn meine E-Mail-Konten gehackt werden, aber selbst dann, glaube ich, mit der Zwei-Faktor-Authentifikation wird das nicht ganz einfach für jemanden, der das dort, ich nenne es mal so, knacken will, denn meine E-Mail-Adresse ist ja auch irgendwo öffentlich und irgendein Account hängt da ja auch hinter. Allerdings glaube ich, habe ich hinter dem eigentlichen, die ich hier in den Kanälen und so habe, nicht meine Hauptaccounts. Da nutze ich denn doch eher andere Accounts für. Und von daher wimmelt halt bei mir dann immer noch mal das Handy über ein Authentifikationstool. Nochmal so als zweite Sicherheit, bist du es wirklich? Und ich meine, es bimmelt ja mein Handy und nicht das Handy des Angreifers. Und man wird ja sofort benachrichtigt. Ich habe ja schon mal ein Dorf verloren. Ich habe ja schon mal einen Account verloren. Wenn ihr euch daran erinnern könnt, ich habe mal den Alex verloren. Denn der Alex hat damals gedacht, ist schon ein bisschen länger her, der Alex hat damals gedacht, er müsse sich für einen neuen YouTube-Kanal auch eine neue E-Mail-Adresse machen und muss seine alte E-Mail-Adresse löschen, also seinen alten Google-Account. Und der hatte nämlich damals seinen Google-Account gelöscht und ich habe den dann binnen 3-4 Klicks wieder gehabt, weil natürlich irgendwo ein Sicherungskonto hinter diesen ganzen Account steckt, was immer benachrichtigt wird, egal was an diesen Konten geschieht. Und also wenn irgendjemand ein neues Handy kriegt oder sich neu am Emulator anmeldet, dann bimmelt das Ding immer durch und sagt, warst du es wirklich, der sich gerade angemeldet hat? Und wenn ich es nicht war, dann habe ich Lunte gerochen. Dann geht Sherlock Toto auf die Suche, wer war da wie was. Aber in der Regel bin ich es natürlich. Dadurch, dass immer noch nicht nur ich ein Kennwort brauche, sondern auch nochmal aufs Handy muss, auf den Auti oder halt auf eine SMS. So, ich glaube, einen haben wir noch. Wir haben noch nicht so viel hier heute gemacht. Das hielt sich eigentlich in Grenzen. Hier oben haben wir nur gelockt, glaube ich. Damit wir so ein bisschen was sehen. Und wir gucken uns mal den Inge an hier. Den Ingo. Ingo heißt er, glaube ich. Mit Max Helden. Auch noch nicht ganz sehr. King fehlt noch ein Level, aber ist schon ziemlich nah dran hier. Und ihr habt es ja wahrscheinlich so ein bisschen im Video gemerkt, obwohl ich glaube, dieses Video hat wieder ein Intro und hat auch ein Outro. Aber das wird sich in jedem Fall so ein bisschen ändern. Aber dazu noch etwas mehr zum Ablauf des Jahres. Und wie hat er das hier eigentlich gemacht? Okay, Bola, gerade in diese Bases hier, in diese Custom-Bases, in diese einfachen, alten, super alten Design-Bases, da bietet es sich einfach, finde ich ganz persönlich, immer ein Gohok oder ein Golaloon vor allen Dingen an. Denn zwei Luftabwehren mit einem ordentlichen Killsquad hier schaffst du hier immer. Ich meine, gegen die Level 1 X-Bogen sowieso. Ja, da kannst du deinen Vierer Golem ruhig reinschicken. Der kriegt nur ein bisschen Pipi-Schaden. Und dann musst du halt sehen, wie der Luftpart wird. Aber gerade Luft ist nicht so jedermanns Sache. Das muss man auch mal so ein bisschen geübt haben und verschiedene Bases mal gemacht haben. Und diese hier, finde ich, ich glaube, da seid ihr d'accord mit mir, ist hyper einfach. Das ist echt so ein uraltes Oldie-Design. Aber ich glaube, Ingo hat das hier ganz gut gemacht und hat die Base hier auch mit der Kombi auseinandergenommen. Ich habe erst gedacht, oh, das wird nichts, das wird ein Fehlschlag. Aber irgendwo sind dann auch noch nicht alle Gebäude, glaube ich, auf Max-Level. Okay, der Tesla. Teslas werden eh überbewertet bei so vielen Truppen, die du noch auf dem Feld hast. Da kannst du dann halt so viele Teslas hier haben, wie du willst. Wenn du nur noch eine Truppe hast oder so, wo die ihren Single-Schaden dann richtig ausleben können, ist natürlich ein Tesla auch sehr, sehr gut. So ist es nicht, aber so sind das hier nette 3 Sterne geworden und wir sind ganz gut dabei hier. Aber ich wollte heute einfach auch mal wieder ein bisschen Clash of Clans für euch bringen. Das soll es aber erstmal hier aus diesem Kollektiv gewesen sein. Und nächster Livestream habe ich heute schon auch die Fragen gehört. Weiß ich noch nicht genau, wann ich mache, aber er wird natürlich irgendwann kommen. Auch das ist keine Frage. Zeit und Stunde müssen da allerdings stimmen. Den stellen wir mal eben um, den Kollegen. Und verpasst nicht die Folgen jetzt in den nächsten Tagen. Ich weiß noch nicht genau, wann wieder eine kommt, weil die so ein bisschen für mich so ein bisschen aufwendiger werden vom Doing her. Aber wie gesagt, lasst euch überraschen. Ich habe das ja schon in dem Video von gestern angekündigt und ich würde sagen, haltet die Ohren steif.
schützt eure Accounts. Bis dahin, euer Toto. Clash.